Hoffentlich. Ja, doch, das klappt jetzt. Ich habe da feste Überzeugung. Es ist grün. Ja. Die Schlange war ja auch grün. Dieses Ding. Es nervt. Ja! Springt überall hin. Also, es ist jetzt anders als entspannend, das Spiel. Ja. Das kann man schon mal sagen. Lass mich alle in Ruhe. Was soll das eigentlich darstellen? Ich weiß es nicht. Da habe ich einen komischen Roboter mit Augen. Mhm. Ja, super. Toll. Leck mich, du Pisser. Mann, ey. Oh, Mann. Jetzt habe ich nur Hälfte von der Energie. Ja. Aber das sieht ja wie cool aus, wie die Schlangen da so auf diesen Stäben hoppen. Oh, eine große Energie. So. 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 Ey, der sieht cool aus. Oh, ich kann auf dem Ding nicht richtig springen. Oh, weg ist er. Oh, dort ging er. Was machst du? Okay. Ich glaube, den schießt das Blut, glaube ich, ein bisschen in den Kopf. Oh, da oben ist aber ordentlich was. Mhm. Das werde ich mir auch direkt unter den Nagel rein. Sen. Was hat mich da jetzt getroffen? Ich weiß nicht, da war eigentlich... Jetzt? Das sieht doch Zwischenboss aus. Nee, das ist einfach so ein Stabhochspringer. Mit Besen. Ja. Irgendwie schon. Boah. Lass mich in Ruhe. Jetzt sind merkwürdige Kauzis. Ah, den kenne ich sogar noch. Manchmal trifft sie, manchmal prallt das ab. Mhm. Das, immer wenn er sein Auge offen hat, dann kann man den verwunden. Und wenn er halt dieses Ding schwingt, dann hat er das Auge zu. Ach so, okay. Ah, jetzt sehe ich das auch. Okay. Ja, natürlich. Links oder rechts? So, links, ja, links. Das ist bestimmt ganz schlechter Weg. Aber mach mal. Nee, geh mal rechts. Besser ist. Oh nein, jetzt ist er wieder da. Gut, da kann er dir ja nicht groß gefährlich werden. Nur wenn ich zu hoch springe. Weg ist er. Jetzt können wir den gleich nochmal bekämpfen. Aber dafür kriegst du jetzt einen Tank, glaube ich, ne? Das weiß ich noch nicht. Ah, bestimmt einer bei. Eine große okay. Energie. Und? Ha! Das ist aber nur für... Ach so. Das bringt mir noch nicht mal was, weil ich nichts hab, was ich aufladen kann. Oh, das ist natürlich blöd. Hm. Wenigstens eine große Energie. Jo. Aber wir hatten doch fast voll, oder? Nee. Ach so, dachte ich. Okay. Dann war es auf jeden Fall gut. Ja. So, na endlich. Wir klettern die Leiter hoch. Es kommt bestimmt nee. Noch eine Schlange, genau, eine große. Da! Ah! Bist du eigentlich mit Crash 2 schon durch? Ja. Ach, bist schon durch? Ja, das habe ich in ein paar Tagen durchgespielt. Also noch in meinem Urlaub vom... Ich raff nicht, wie man die kaputt macht. So wie du das da gerade machst eigentlich, ja. Oder er stürzt sich einfach in den Tod, das geht auch. Nein! Bitte bei der Schlange. Ah. Ist das von Anfang? Nee. Nee. Aber wo ist denn das? Ach, hier oben direkt. Oh, das ist auch gut. Und jetzt ein bisschen weiter springen. Ich spring mit dem Kackhund da drüber. Nee. Nee, geh weg, du Köter. Danke. Bisschen weiter hier an die Kante. Boing. Wunderbar.
Da oben ist Energie. Genau, ich habe das noch in meinem Urlaub von Neujahr durchgespielt. Crash. Das ist süß. Das erinnert mich jetzt total stark an Super Mario Bros. 2. Diese Marienkäfer, die klettern auch an diesen Ranken da hoch in den Wolken. Das hat mich gerade total daran erinnert. Ich hab das leider noch nicht gespielt. Oh, das macht nichts. Da sind Raketen Dinger. Also ein bisschen Kugelbilly. Als Wolke getarnt. Ja. Das ist auch ganz unauffällig. Oh, wenn man hier getroffen wird, ist man voll am Arsch. Ja, fällt's gleich runter. Ja. Ah, das ist so scheiße, dass man sonst nach hinten getrieben wird. Ah! Da ist aber ein Gegner. So, mal gucken, ob wir Snake besiegen können. Ein Leben, null Energietanks. Ja. Snake Man! Das ist auch nur so eine behinderte Stage. Okay, das zieht nicht wirklich viel ab. Nicht von ihm treffen lassen. Mann, dieser Drecks. Ach, warte mal, ich kann durch die Wände schießen. Wie? Ich kann durch dieses mittlere Teil kann ich durchschießen. Ah, cool. Okay, jetzt muss ich den voll eine geben. Alles drauf, was du hast. Das ist ja geil. Aber seine komischen kleinen Viecher da, die ziehen ganz schön ab. Er selbst zieht auch eine ganze Menge ab. Ja, ja. Drauf, drauf, drauf. Der kommt gar nicht ganz nach links, wollte ich gerade sagen. Kommt er doch, scheiße. Aber gut, dass der so schön weit nach hinten geht wieder. Einen Tank hast du nicht mehr, ne? Nee. Schade. Kacke. Das ist die einzig gefährliche Stelle eigentlich, wenn er ganz nach links kommt. Aber wie kann man dem ausweichen? Oh, es ist nicht mehr viel. Nein! Nein! Aber ich glaube, es reicht, wenn ich über die Schlangen drüber springe und dann, wenn er zu mir kommt, dass ich dann hochspringe, einfach nur an der Wand. Okay. Ich mach die aber nochmal. Die Stage. Ja. Ja. Ja, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Leo. Zum Glück sind die ja eigentlich nicht ganz so lang, die ganzen Level. Ja, kann man sagen. Ja, ja. Dafür sind sie aber teilweise ganz schön knackig. Ja, aber lieber knackig und kurz, als lang und knackig. Ja, ich verstehe dich schon. Oh, schon wieder das gleiche wie vorhin. Lädst du das denn hier im Anschluss an Crash hoch oder ja, zeitgleich? Achso. Nee, also wenn Crash vorbei ist. Dann. Ah, ja. Weil ich bin eh immer so ein bisschen Render faul und Upload faul. Wenn ich dann mehrere Sachen gleichzeitig mache, dann endet das in totalem Chaos. Das ist ja sowieso schön, dass ich DayZ total unregelmäßig hochlade, weil ich da keinen Bock auf Hochladen und Rendern habe. Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch noch was ich noch rendern und zusammenschneiden muss. Das kommt dann halt nach Krog, aber ich habe noch 3 Folgen Krog, glaube ich, und dann ja, habe ich nichts mehr. Ich habe aber keinen Bock oder keine Zeit, das bisher, ja, erstmal überhaupt fertig zu schneiden. Das Blöde ist, dass da auch noch wieder Musik bei ist, die geschützt ist. Und dann muss ich die rausschneiden und was anderes dahinter legen. Und das so nervt mich immer. Ja. Ja, das ist super. Ganz toll ist das. Deswegen habe ich noch nicht so Bock gehabt, das zu machen. Weil das wieder mit Arbeit verbunden ist. Wenn ich auch nicht so beschissenes Internet hätte, dann hätte
hätte ich auch kein Problem mit dem Hochladen, aber... Was hast du denn für eine Leitung? 26.000er. Hast du eine bessere als ich? Ja, aber wenn ich was hochlade. Ja, leite mal hoch. Wenn ich was hochleite. Oh! Wenn ich was hochleite. Jawohl! Komm, nochmal. Wenn ich was hochlade, funktioniert mein Internet nicht mehr. Ja, das ist bei mir aber genauso. Ja, aber du kannst doch bestimmt noch andere Seiten besuchen, nur dass die langsamer laden, oder? Okay, die Seiten kann ich aufrufen, das ist kein Problem. Weil das kann ich nämlich nicht, weil dann... Das lädt geil einfach nicht. Geil ist das halt, wenn ich was hochlade, dann kann ich halt nicht telefonieren. Was hochleite. Wenn ich was hochleite, genau. Nee, also wenn ich... Ich habe auch extra hier Krog abgebrochen vorhin, weil ich hab gedacht, ach komm, das schaffst du doch, lädst du eben hoch. Dann kam ich ja eben schnell noch online, denk, komm, jetzt, das Video wieder. Schaffst du eben noch. Und was war? War bei 50%. Nee. Ich wollte jetzt aber nicht nur eine halbe Stunde warten lassen. Nee, komm, dann brichst das jetzt ab. Dann lade ich Krog halt nachher hoch. Das war ein bisschen Katzengeräusch. Was haben die eigentlich für Hobbys hier? Was? Die sehen aus wie Mäuse oder so. So ein bisschen. Die mit ihren Besen da Stab hochspringen machen. Okay. Wahrscheinlich sehen sie nicht so aus. Ich muss noch mal gucken. Kommen ja noch ein paar. Also, ich finde, die Ohren sehen so ein bisschen nach Maus aus. Also zumindest erkenne ich da Ohren draus. Und, Haus, ja, draus, Maus. Die, ja, ich kann gut reimen. Und dann die haben irgendwie einen so einen Schneidezahn hängt da vorne raus. Raus. Ja, ist klar. Ach Mann, ich bin so dumm und lass mich von diesem Kackteil treffen. Ja, du springst auch immer genau dann hoch, wenn das Teil genau übrig ist. Ja, aber dann ist er verwundbar. Ja, ja, schon klar. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Vielleicht kriegst du jetzt mal einen Tank, ist ja schön. Super! Oh, ey, das ist das... Was für eine Verarschung. Was man am wenigsten gebrauchen kann, ey. Sehr undankbar. Ja. Ich muss mir die Soundtracks in den Mega Man Spielen nochmal holen. Ja. Mm, ich finde die auch super gut. Oh ja, die zweite Schlange. Die guckt aber komischerweise in die Freunde. Mm. Also die Katze und, was hatten wir noch? Pinguin, die gucken so grimmig. Hier immer nur getroffen, ey. Noch so einer? Natürlich lasse ich mich von dem Kack da treffen. Diesen Drecksbesen. Der Hund. Wunderschön. Ich habe da mal ein bisschen immer Angst, dass ich irgendwie an dem Hund vorbeispringe oder dass er mich nicht richtig hochfedert. Oh, das kommt wie gerufen? Ja. Nicht. Oh. Manchmal geben die halt noch ein bisschen was her und dann ist es ein bisschen schade, ja, wenn ich was brauche. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, das war eh nur doof Kram. Das war doof. Ach nee, jetzt kommt dieser Abschnitt. Der ist kacke. Ja. Soll das irgendwie hier Schornsteine darstellen, wo so, so Qualm rauskommt oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich versuche immer, das ein bisschen einzuordnen, was das sein soll, aber meistens scheitere ich da dran. Ich glaube, die Entwickler wussten selbst nicht, was das sein soll. Wir basteln dabei irgendwelche Plattformen hin, passt schon.